Herzlich willkommen zur 177. Ausgabe von Crop FM, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mein heutiger Gast ist Markus Hinterholzer und es geht um die Katara. Für alle, die sich an diesem Gespräch heute beteiligen können, gibt es natürlich den Cropcom, jenen Live-Chat, der über die Website von CropFM erreichbar ist, cropfm.mur.at und dann auf Cropcom klicken. Wir sehen diesen Chat hier ein und freuen uns schon auf Fragen. Newsletter gibt es zu der Sendung auch, erscheint alle 2 Wochen und informiert über die kommende Sendung mit einem kurzen Abriss des Inhalts. Anmelden ebenfalls auf der Startseite, einfach auf den Newsletter-Link klicken. Mailen kann man uns auch sehr gern auf cropfm@moor.at oder auch vom Link aus. Es gibt ein Forum, in dem immer spannende Beiträge zu finden sind, auch zu Sendungen und einige sehr viel recherchieren offenbar und tolle Beiträge auftun. Und ein Podcast, mit dem man diese Sendungen im Nachhinein hören kann. Und natürlich finden sich auch alle Sendungen, die bisher ausgestrahlt wurden, bis auf die erste, im Archiv von CropFM, in dem Past Shows Archiv. Und CropFM sendet jetzt endlich auch in Farbe, nämlich am 12. Februar auf ATV und zwar in einer Ausgabe von Die Reportage Spezial zu hören um ca. 21.50 Uhr zum Thema Verschwörungstheorien, natürlich sehr passend. Regie führte Andreas Mansberger und vorkommen werden Gerhard Wisniewski, Andreas von Rethi, es werden moderne Tempelritter zu Wort kommen. Und dann natürlich geht es auch um CropFM, um Jutta Belle. Die Sendung wurde ja damals mitgeschnitten. Und unser Besuch in Bukarest, bei dem wir einen angeblichen Ex-KGB-Agenten getroffen haben und ihm ein paar Tage dort verbracht haben, der wird auch thematisiert. Ja, bin schon gespannt. Keine Ahnung, wie das wird. Fernsehen eben. Am 12. Februar um 21.50 Uhr auf ATV. Grenztreff Graz gibt es einen Vortrag von Richard Mayer am Samstag, den 9. Februar. Und zwar über die drohende Wirtschaftskrise, über Goldwerte etc. Und Näheres findet man wie immer verlinkt von der Startseite aus, sowie alle anderen Newsartikel, die ich hier heute vorlese. Und zwar in einer News-Sektion auf der Startseite, ein bisschen runterscrollen. Across the Universe ist eine tolle Nummer von den Beatles und wie jetzt die dpa berichtet, die Beatles dringen in die unendlichen Weiten des Alls vor. Aus Anlass gleich mehrerer Jubiläen sendet die US-Weltraumbehörde NASA am Montag den Song Across the Universe, quer durchs Universum, einer meiner Lieblingssongs, der Fab Four, über ihr Deep Space Antennennetz in den Raum.
Beatle Paul McCartney ist begeistert. Toll, gut gemacht, NASA. Grüßt die Außerirdischen schön, schrieb er an die Weltraumbehörde, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte. Seltsame Aktion, aber okay. Armin Riesi war ja schon mal zu Gast, und zwar in der Sendung Das Mysterienwissen der vedischen Hochkultur, ebenfalls im Archiv nachhörbar, war eine sehr spannende Sendung. Und jetzt verlinkt ein kurzer Videoclip, in dem er über das Thema UFOs spricht und dabei auch über seine eigene Sichtung spricht, die sich sehr spannend anhört. Sehr große dreieckige UFOs über Australien, festgehalten auf Google Earth, wieder einmal. Die Objekte kommen durchaus bekannt vor, also mich erinnern sie an die Dinger, die man da in Belgien gesehen hat, aber irgendwie offenbar viel größer. Immer ein bisschen schwierig, da von einer Satellitenaufnahme Entfernung, Größe. Aber es ist eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, da ist einiges in Bewegung, finde ich. Wie ich in letzter Zeit nicht müde werde zu sagen. Und vielleicht ist es auch nur ein Hoax von irgendjemandem, aber die Bilder sind wirklich sehenswert. Am Mars gab es auch wieder mal eine kuriose Entdeckung, nämlich auf einem Mars-Panoramabild, auf einer am 3. Januar 2008 von der NASA veröffentlichten Panoramaaufnahme des Mars Rover Spirit findet sich ein kurioses Detail, das mehr oder weniger ernsthafte Diskussionen über die kleinen grünen Männchen, weit und breit kein zu sehen, wieder belebt hat. Die Detailvergrößerung des bereits im vergangenen Herbst gemachten Fotos zeigt eine Struktur, die auch hier eine, die ohne viel Fantasie humanoide Merkmale aufweist. Auf den ersten Blick wirkt es tatsächlich so, als sitze hier eine kleine menschenartige Figur mit Kopf, Beinen und Armen auf der Klippe. Das ist eine, meiner Meinung nach, klassische Pose von Statuen. Ich erkenne das fast irgendwie wieder. Ich glaube, der Stadtbrunnen in Graz hat so, stellt da Frauen da, die so eine ähnliche Haltung einnehmen. Aber eine Statue am Mars, natürlich sehr seltsam. Die Frage ist, will vielleicht irgendjemand aus der Inside-Crew von NASA, dass wir das sehen? Oder ist das Ganze nur ein zufälliges Spiel von Licht und Schatten, wie es auch ja angeblich auch das Gesicht am Mars ist? Aber wenn man sich da zum Beispiel etwas mehr vertieft, Richard Hoagland, dann erkennt man sehr schnell, dass am Mars offenbar einiges herumliegt oder steht, das dort nicht hingehört. Der Grenztreff Graz, über den habe ich schon gesprochen. Am 15.03.2008 findet der erste Wiener Grenzwissenschaftskongress statt. Angelehnt und motiviert vom Regentreff in Bayern und dem Grenztreff Graz in der Steiermark möchte man nun auch in Wien aktive und interessante Treffen organisieren. Das passende Lokal, der 12 Apostelkeller, wurde schon gefunden. Und wenn es der ist, an den ich mich jetzt zu erinnern glaube, dann ist das eine großartige Location. Namhafte Autoren und Wissenschaftler werden als Referenten eingeladen und die verschiedensten grenzwissenschaftlichen Themenbereiche wie zum Beispiel Energetik, Prophezeiungen, Verschwörungen, UFOs, Gesundheit, Manipulation und freie Energie etc. zu beleuchten. Also alles Themen, die auch hier behandelt werden, aber jetzt können auch die Wiener quasi sich das bei einem Vortrag geben, Themen dieser Art. Foltern ist Teil der Arbeit, eine sehr aufsehenerregende Aussage, und Guantanamo-Häftlinge sind keine Personen. Ein amerikanischer Richterspruch am Ende der Ära Bush. Ihr Fall erlangte im Jahr 2004 einige Berühmtheit. Vier Briten mit arabischen Namen, die als Terrorverdächtige nach eigenen Aussagen unschuldig 2,5 Jahre in Haft in Guantanamo verbringen mussten und nun wegen erlittener Misshandlungen und Folter jeweils auf die beträchtliche Schadenersatzsumme von $10 Millionen klagen. Die Angeklagten, der damalige Pentagon-Chef Donald Rumsfeld und der damalige US-General Generalstabschef General Richard B. Myers, und nach amerikanischer Darstellung würden die vier Männer im Herbst 2001 bei Kampfhandlungen gefangen genommen. Ich habe auch einen arabischen Namen, also falls ich irgendwann einmal keine Sendung mache, dann bin ich vielleicht terrorverdächtig. Zu
guter Letzt eine wiedergefundene Stadt, so glaubt man. Ancient Lost City discovered in Peru. Ruins recently discovered in southern Peru could be the ancient lost city of Paititi, according to the claims that are drawing serious but cautious response from experts. A commonly cited legend claims that Paititi was built by the Inca hero Incari, who founded the city of Cusco before retreating into the jungle after Spanish conquerors arrived. Und geschichtlich und durchaus irgendwie auch verwandt geht es hier auch heute weiter. Mein Gast Markus Hinterholzer und den Katarern. Wie gesagt, bei mir heute zu Gast Markus Hinterholzer und wir sprechen über die Katara. Und nach dieser kurzen Einlage geht es dann weiter über dieses sehr spannende Thema, über das ich bis jetzt praktisch nichts gewusst habe. Markus Hinterholzer studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie in Innsbruck und Graz, ist Buchautor, sehr interessanter Titel, Alte Heldinnen braucht die Schule, das Nibelungenlied und der Herr der Ringe als literaturdidaktische Beispiele für einen gehirngerechten Mittelalterunterricht, na, schwer zum Lesen, aber klingt auf jeden Fall spannend, das Buch. Und er beschäftigt sich seit etwa 10 Jahren mit alternativer Betrachtung von Geschichte und Politik. Das klingt ideal für diese Sendung. Hallo Markus, freue mich, dass du heute hier bist. Servus Darik. Grüß dich, hallo, servus. So, und das richtige Mikro auftritt. Genau, und schönen Abend auch allen Hörerinnen und Hörern. Ja, wie beim Titel hat man schon gemerkt, solche Titel erfindet man dann, um so Leute wie dich das dann vorlesen lassen. Ich hätte das vorher nur einmal durchlesen. Nein, das ist so ein klassischer akademisches Hirnwichsen quasi. Ja, aber er klingt trotzdem spannend, der Titel, aber ja, geht um sehr viele mittelalterliche Sachen und da sind wir ja auch heute. Sind wir mehr oder weniger auch heute bei den Katarern, die also so um das 12. Jahrhundert in Südfrankreich lebten, aber
warum sprechen wir eigentlich heute über die Katara? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist interessant, dass einer der faszinierendsten religiösen christlichen Bewegungen des Mittelalters heute kaum jemand bekannt ist, dass man da mittlerweile, wie du als Beispiel sehr gut dienst, ja auch relativ wenig weiß. Also es gibt mittlerweile so eine kleine Katara-Renaissance und immer mehr Bücher erscheinen da. Aber eigentlich weiß man nicht viel drüber und man könnte sich ja fragen, warum das so ist und warum der Vatikan im Mittelalter gegen diese religiöse Bewegung den einzigen europäischen Feldzug, den einzigen christlichen Feldzug quasi gegen eine Gruppe von Menschen, religiösen Menschen in Europa gemacht hat, nämlich einen Kreuzzug gegen Europäer. Und was da vielleicht für Hintergründe sind, was auch vielleicht zur Frage zurückführt, warum man bis heute wenig über diese Gruppe weiß. Ja, wie gesagt, also ich habe, bis du mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast, eigentlich überhaupt nichts über sie gewusst und habe mich, nachdem ich mich ein bisschen jetzt eingelesen habe, aber sehr gewundert. Denn, wie du richtig gesagt hast, es gab da tatsächlich einen Kreuzzug gegen, geografisch waren die so in Südfrankreich. Genau. Also es ist, wir kennen Kreuzzüge ja gegen sozusagen Heiden in Jerusalem oder gegen die Araber. Die sind uns ein bisschen bekannt, aber dass es einen Kreuzzug auch gegen Heretiker, gegen christliche Gruppierungen gegeben hat, ist eigentlich unbekannt und noch umso spannender, ja. Was natürlich jetzt die Kreuzzüge gegen die Araber nicht besser oder schlechter machen soll, gell? Aber wir erleben ja ständig neue. Genau, und manche Leute glauben ja immer noch, dass es Kreuzzüge geben sollte oder amerikanische Kreuzzüge mittlerweile. Ja, großes Thema, genau. Der Gedanke dahinter, nämlich irgendwelche Leute, die anders denken, zu vernichten und einfach umzubringen, ist vielleicht der gleiche. Das zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch die Geschichte. Ja, also die Katara sind eine christliche Bewegung, die so zwischen 12. und 14. Jahrhundert waren. Und sie sind, also das Wort Katara ist auch ganz spannend einmal, wo das herkommt. Das ist, kommt aus dem Griechischen, Kataros, also die Reinen, was daher stammt, dass die Menschen dort, die quasi mit diesen Kataren zu tun gehabt haben, irgendwie den Eindruck wohl gehabt haben, dass diese Menschen irgendwie reiner wären. Und das im religiösen Sinne, also die haben als ein sehr reines Leben gelebt und von daher auch mit sehr viel Hochachtung sind mit sehr viel Hochachtung und mit sehr viel Respekt behandelt worden. Man könnte sich fragen, woher stammen diese Gedanken, diese Sachen. In Südfrankreich, wie du gesagt hast, also örtlich in Südfrankreich, aber wir haben auch in Nordspanien oder in Deutschland sogenannte Katara. Also es ist nicht nur in Südfrankreich lokalisiert, aber dort vor allem. Und dort vor allem deshalb, weil auch das politische Umfeld sehr gut war. Also Südfrankreich im frühen Mittelalter war also ein blühendes Land, wo sehr viel religiöse Toleranz auch geherrscht hat und wo vor allem auch die dortigen adeligen Politiker, könnte man jetzt sagen, die dortigen Machthaber, ein sehr gutes Verhältnis zu diesen Katarern gehabt haben und sich da sehr viele auch dieser Reichen angeschlossen haben. Du sagst, sie galten als die Reinen. Warum? Ja. Das hat, glaube ich, sehr viel mit ihrem Lebensstil zu tun, mit ihrer Philosophie, mit ihrer Einstellung. Sie haben im Gegenteil zu den anderen Christen und zu anderen christlichen Gruppen, die jetzt quasi so päpstliche Einrichtungen, die Kardinäle, Bischöfe und so weiter, die dort zu dieser Zeit unglaublich in Ausschweifungen und körperlichen sie haben sich sozusagen nichts geschenkt und haben also geföllert und gefressen und auch dem anderen leiblichen Dingen waren die nicht ganz abgeneigt. Und diese Katara haben irgendwie ganz anders gelebt. Die haben sich also nach diesem ursprünglichen christlichen Gedanken orientiert, wo man sehr einfach lebt, wo man auch irgendwie sehr asketisch das Leben gestaltet. Der Gedanke des Tötens war ihnen sehr fremd, nicht nur der Menschen, sondern auch der Tiere, also sie waren großteils auch deshalb Vegetarier. Sie haben selbst sogar tierisches Fett abgelehnt, ja, weil das ja auch irgendwie mit Tötung zusammenhängt. Und sie haben versucht, irgendwie den Gedanken
dieser Jesus von Nazareth da in die Welt hineingebracht hat, ein bisschen ursprünglicher zu leben als viele andere. Man muss sich vielleicht bedenken, dass diese ganzen Orden und diese Dinge, die wir jetzt kennen, vielleicht auch Franziskaner zum Beispiel, Heilige von Franz von Assisi und so weiter, und diese Bettlerorden, und die hat es ja erst viel später gegeben. Damals waren alle christlichen Machthaber ja sozusagen eher nicht so asketisch unterwegs. Ja. Kemi schreibt im Chat, wow, beim Geist hat kein Telefongast. Ja, toll. Es ist für mich fast ein bisschen ungewohnt, dass jemand vor mir sitzt. Ja, jetzt. Sogar Grazer, gell? Sogar Grazer. Nee, ja. Innsbruck. Ja. Ja, also aber man hört es nicht mehr. Du bist also ja, geborener Tiroler, aber. Ja, das ist interessant. Also ja. Bei den meisten Tirolern, die verlieren das nie. Aber bei dir. Ja, keine Ahnung. Also, wie muss man eh da hüten, gell? Was denn in Tirol, im heiligen Land Tirol, wird es nicht gern gesehen, wenn man da also das Tirolerische also, verliert, ja. Gut, die Katharer haben also sehr asketisch gelebt. Das Wort Katharsis, kommt das irgendwie auch? Genau, also das ist die Reinigung, aha, die man eben in verschiedensten Formen erleben kann. Es gibt sogar auch im filmischen Bereich, man sagt, ein Film löst so viele Emotionen aus, dass man quasi eine Katharsis, eine Reinigung erlebt. Ja. Aber man kann natürlich Reiniger auch durch verschiedene Substanzen und so weiter, durch Trance-artige Zustände erreichen. Mhm. Also diese Art der Reinigung hat sehr viel mit den Katharern zu tun. Und das Wort Ketzer, das für uns vielleicht ein bisschen bekannter ist, hat etymologisch auch mit den Katharern zu tun, stammt aus dieser Zeit. Ja, genau. Bevor wir auf das kommen, jetzt erzählen wir ein bisschen was über, gut, die Katharer haben also überall in Mitteleuropa verstreut oder Europa verstreut gelebt. Ja. Was, ich meine, wenn du jetzt sagst, die Katharer, war das eine religiöse Strömung oder? Genau, es war eine religiöse Gruppierung, ja, die alle sozusagen einen philosophischen Unterbau gleich gehabt haben. Da gibt es natürlich verschiedene Ausformungen. In Deutschland vielleicht hat man sich da wieder ein bisschen anders orientiert als vielleicht in Südfrankreich. Aber sie haben alle sehr viel ähnliches Gedankengut gehabt und haben sehr viele gnostische Gedanken auch gehabt, ja. Also sozusagen auch Gedankengut noch aus der hellenistischen Tradition. Sie zum haben, Beispiel, das ist interessant. Ja, also etwas, was ganz maßgeblich für die Katharer ist, ist, dass sie die Welt, so wie wir sie erleben, ablehnen. Ja, das ist also ein Grundgedanke, der sich ja durch alle anderen Sachen auch durchzieht, die sie von sich geben. Die Welt ist irgendwie mit ihrem Leid und mit dem ganzen Bösen, mit den Kriegen, ist irgendwie schlecht und die kann eigentlich nicht wirklich von Gott sein, weil den Gott, den die Katharer vor Augen gehabt haben, der war unendlich gütig und unendlich gut und liebevoll und der kann diese Welt nicht erschaffen haben. Deshalb haben die Katharer glaubt auch, dass die Welt, die materielle Welt, so wie wir sie jetzt da kennen, erschaffen vom Teufel ist. Mhm. Ja, also eine sehr dualistische Weltsicht. Also, weil du vorher die Gnostik erwähnt hast, da wird ja auch die Schattenwelt quasi, ist die Welt, in der wir da leben, das Shadowlands. Genau. Und also die Katharer haben diese Auffassung geteilt, dass wir tatsächlich also in wessen Welt eigentlich dann leben? Ja, wir leben in der Welt des Teufels. Aber der Teufel, was? Nein, der Teufel ist sozusagen in dieser Mythologie der Bruder von Jesus, der Gottes Sohn ist. Also er ist sozusagen auch irgendwie, er ist der Dark Lord, nennen wir es mal so ganz erlaubt. Und der hat die Welt erschaffen und deshalb auch ist diese Welt abzulehnen. Und diese spirituelle Welt, die feinstoffliche Welt, würde man wahrscheinlich heute sagen, im esoterischen Kreisen, das ist die wirkliche göttliche Welt. Und von daher ist es den Katharern eigentlich als einzige Zielsetzung gewesen, dass sie aus dieser materiellen Welt davonkommen und irgendwie so rein werden, damit sie dann irgendwie ins Göttliche wieder zurückkommen. Also das Gnostische hat ein bisschen mit dieser Urseele, mit diesem Göttlichen auch zu tun, dass man quasi von dieser Ebene sich erhebt und aufsteigt. Ja. Und Jesus Christus, was die Figur, naja, wie spielt die da jetzt rein? Was war Jesus für die Katharer? Wer war Jesus für die Katharer? Ja, sie haben diesen Jesus von Nazareth, also als historische Person, sicher sehr verehrt, haben das neue Evangelium auch als ganz, ganz wichtige Quelle gesehen, im Gegensatz zum Alten Testament. Weil man, wer das Alte Testament kennt, weiß, dass dort auch ein Gott vorkommt, der nicht nur in Liebe agiert, ja, sondern ziemlich brutal und hart ist. Eifersüchtiger vor allem. Nur eifersüchtig und vielleicht egoistisch und ziemlich gemein manchmal, ja. Aha.
Und diesen Gott des Alten Testaments, den haben die abgelehnt. Und Jesus aber haben sie, ähnlich wie jetzt vielleicht andere Christen auch gesagt haben, haben sie schon als Propheten, als Sohn Gottes gesehen, der halt jetzt irgendwie einen neuen Impuls bringen soll. Und der hätte in ihrer Vorstellung dann quasi die Menschheit wieder zurückführen sollen? Also war der irgendwie so die Brücke ins ja, Jenseits, genau, oder? Genau, sozusagen wie man es in der griechischen Mythologie kennt, der Schifffahrer, der uns quasi wieder rüberbringt, ja. Und das hat er zum gewissen Teil ja auch geschafft, weil er ja neues Gedankengut in die Welt gebracht hat, ja. Das, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also verschiedenst ausgelegt worden, teilweise sehr schwierig, aber also die Figur Jesus Christus war dann quasi jemand, der dieses Transzendale verkörpert hat und auch selbst quasi vorgelebt hat. Und die Katharer wollten sich quasi auch, wollten ihm nachfolgen. Sie wollten ihm nachfolgen, genau. Ich meine, eigentlich irgendwie alle Christen, oder? Naja, also sie sind meines Erachtens da ein bisschen konsequenter gewesen. Ja. Insofern, dass sie gesagt haben, naja, wie hat denn Jesus gelebt? Jesus hat nicht in Prunk gelebt und hat nicht 100 Frauen gehabt und Konkubininnen und hat nicht geföllert und was nicht, sondern so wie das im Evangelium überliefert wird, hat er, dieser Jesus von Nazareth, eigentlich ein ziemlich bescheidenes Leben gelebt. Und gibt ja einige Bibelzitate, die sagen, ja, die Reichen werden nicht unbedingt so leicht in den Himmel kommen. Also dieser asketische Gedanke ist ja etwas gewesen, was Jesus transportiert hat, und dem wollten sie wirklich konsequent folgen. Und haben deshalb auch versucht, dieses Leben nachzuleben, um wieder zurückzukommen in diese lichtvolle Welt, sozusagen. Ja. Maria Magdalena schreibt da, Kemi, im Chat. Ja, genau. Na, Family, Entschuldigung. Ja. Egal. Jedenfalls die Frage, das Stichwort Maria Magdalena, Jesus, du hast jetzt gesagt, er hat nicht hunderte von Frauen gehabt, aber... Vielleicht hat er eine gehabt, ja. Was ist... Wir haben uns bisher sozusagen auf sehr historisch gesicherten Boden befunden. Schweifen ein bisschen ab. Und jetzt können wir uns ein bisschen sozusagen trauen, über den Tellerrand zu schauen. Auf jeden Fall. Die Geschichte mit der Maria Magdalena hat diesen Hintergrund, dass es eine Theorie gibt, ja, die sagt, dass der Jesus mit der Maria Magdalena auch Beziehung gehabt hat und auch Kinder in die Welt gesetzt hat und dass es daraus folgend auch eine Art von Blutslinie gegeben hat. Ja. Es gibt ein sehr prominentes Buch, Der Heilige Gral und seine Erben, von Lincoln, Page und Lee. Die haben als erstes so diesen Gedanken aufgegriffen, und manche andere, wie der Dan Brown in Sakrileg, haben sich ja auch davon bedient. Und das ist die kurze These ist, okay, Jesus hat mit Maria Magdalena Kinder gezeugt, und diese Kinder haben sich auch fortgepflanzt und sowas. Jetzt gibt es sozusagen so eine Art von Nachfolgerschaft Jesu. Und die Theorie, die uns zu den Katharern führt, sagt eben, dass diese Nachfolger unter anderem nach Südfrankreich geflohen sind und dort gelebt haben. Und vor wem sind sie geflohen? Naja, von Palästina. Also das, aha, okay. Wir wissen ja, dass die Jünger Christi nicht so willkommen waren im damaligen Jerusalem, und das war ja römische Besatzung auch, und da hat es sehr viele Apostel gegeben, die halt flüchten haben müssen, und so hat auch vielleicht Maria Magdalena flüchten müssen, und die ist eben nach Südfrankreich und hat dort diese... Es ist aber relativ gesichert, dass Maria Magdalena in Südfrankreich war, oder ist es... Es ist ja wahrscheinlich, aber also gesichert ist es nicht, weil wir keine ganz klaren Bezeugnisse haben. Okay. Wenn man in Südfrankreich ist, merkt man, dass die Maria Magdalena dort einen ganz hohen Stellenwert hat. Ja, du siehst ganz viele Kirchen, wo sie abgebildet ist. Wenn du mit den Menschen redest, hat sie eine ganz andere Tradition, die davon abweicht, von unserem Bild der Maria Magdalena. Bei uns ist sie eher die Sünderin und ja, nicht so ganz positiv. Dort ist sie eine sehr starke Frau, verkörpert auch ein bisschen diese weibliche, göttliche Kraft. Und sie betonen, ja, es war immerhin die erste Person, die Jesus erschienen ist, nachdem er auferstanden ist, und hat... Dadurch wird ja ganz deutlich, dass sie offensichtlich eine sehr enge Beziehung zu ihm gehabt haben. Die schwarze Madonna, hängt das auch mit Maria Magdalena zusammen? Da gibt es Naja, ich glaube, das ist eine Metapher generell für weibliche, göttliche Sachen, die unterschiedliche Ausformung gibt es ja auch in ganz anderen Traditionen. Die Black Madonna gibt es ja zum Beispiel auch bei den Zulus in Afrika, ja. Mhm. Das Beispiel, die Elke, Watzlawick,
Ja, John hat ja mal davon gesprochen. Also es ist eine Metapher, die das quasi nicht nur für das Christentum steht, aber hat sicher auch mit der Maria Magdalena in der Form zu tun, da man halt zu diesem sehr patriarchalen, männlichen Bild irgendwie auch diese weibliche Kraft gesucht hat, dieses weibliche, göttliche, ja. Mhm. Das ist auch ein bisschen im Steigen. Der Paulo Coelho, dieser berühmte neue Guru der New Age-Bewegung und Hobbyphilosoph oder wie man ihn nennen will, zumindest erfolgreiche Schriftsteller, der ist ganz stark auf diese weibliche Göttlichkeit in seinen Büchern und pilgert immer nach Lourdes und so weiter. Also das ist ein bisschen im Kommen, daher auch vielleicht ein bisschen das Interesse an dieser Weiblichkeit bei den Katharern, ja. Also das heißt, nach dieser Theorie flüchteten die Nachkommen Jesus samt ihrer Mutter nach Südfrankreich. Ja. Jesus selbst auch? Oder wo blieb der da? Also der Theorie zu folgen, die mir am plausibelsten erscheint, ist der Jesus dort nicht dabei gewesen. Also entweder er ist tatsächlich am Kreuz gestorben oder er hat in irgendeiner Form weitergelebt, also auch physisch. Und für mich eine sehr plausible Variante ist, dass er nach Kaschmir geflüchtet ist. Ja. Mhm. Ich war im letzten Herbst. Wenn man in Kaschmir mal gewesen ist, wie ich jetzt im letzten Herbst, gell, muss ich aber kurz eine kurze Reiseimpuls geben. Ja. Also dort gibt's anscheinend ein Grab. Dieses Jesus von Nazareth, Jeschua, wie er damals geheißen hat. Und für die Menschen in Kaschmir und für viele Inder ist es ganz sicher, dass also Jesus nach Indien, also nach Nordindien, nach Kaschmir geflüchtet ist und dort auch noch gewirkt hat. Ja. Das ist eine sehr heikle Geschichte und nicht unumstritten. Natürlich jetzt vor allem von Theologen ganz massiv in Frage gestellt, weil wenn man sich vorstellt, dass Jesus tatsächlich das überlebt hat, durch was auch immer, manche sagen durch irgendwie Yoga-Techniken, die er irgendwie gelernt hat, durch, weiß nicht, irgendwelche Kräuter und was weiß ich, wo er halt überlebt hat dann, gell. Also wenn man den Jesus weiterleben lässt, physisch, würde man ja die Auferstehung und diese Himmelfahrt Jesus irgendwie ad absurdum stellen. Und das ist ja der Grundgedanke vom ganzen christlichen, katholischen, evangelischen Kirchentum, ja. Von daher ist es sehr heikel. Naja, also diese Auferstehung, nämlich nicht die, ja, dass er physisch wird, sondern die Auferstehung in den Himmel, der wirkliche Tod, ist ein Grundgedanke, wo alles aufbaut ist. Deshalb versucht natürlich jeder Theologe, das irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Aber es wäre auch möglich, dass er auferstanden ist und dann nach Kaschmir ging. Wer weiß, alles ist möglich. Ja. Ja. Also das, okay, ist, wo auch immer. Aber in Südfrankreich, also ich kenne eigentlich keinerlei Quellen, die sagen, okay, er selber ist auch dorthin, sondern okay. Maria Magdalena ist mit ihren Kindern und mit ihrem Gefolge, ja, sicher nicht allein gereist, dorthin, ja, und hat dort irgendwie gelebt und hat vielleicht auch dieses Gedankengut, das ursprüngliche christliche Gedankengut, dorthin gebracht, was ja auch insofern bestätigt werden könnte, weil diese Katharer im Mittelalter, naja, vielleicht viel authentischer noch das Christentum gelebt haben und ja auch behauptet haben, dass sie Schriften, dass sie Ideen gehabt haben, die ziemlich massiv von dieser kanonischen Kirche abweichen. Was ein Grund sein könnte, warum man sie massivst bekämpft hat und letztlich ausgerottet hat. Mhm. Das heißt, ich möchte noch ein bisschen anknüpfen. Mhm. Ja. Das heißt, man glaubt jetzt also, Maria Magdalena ist mit ihren Kindern nach Südfrankreich These, ja, geflohen, mhm, und hat dort dann quasi eine Linie ins Leben gerufen. Können wir da, hat das was mit den Katharern zu tun, diese Linie? Oder? Ja, also diese Blutslinie wird auch zu den Katharern führen. Ja. Da kommen wir zu einer anderen ganz spannenden Verschwörungstheorie, nennen wir es mal so, nämlich der Priodision. Ist schon im der Chat Templer, genannt, ja, ist schon da. Ja, ja. Ja, ich bin so konzentriert, dass ich gar nicht auf den Chat sehe. Ja, also die Priodision und die Templer und diese ganze Geschichte ist sehr stark mit den Katharern verbunden und auch mit einem Sachverhalt, der bis heute noch ungeklärt ist, was nämlich der sogenannte Schatz der Katharer war. Ja, genau. Ja, kommen wir auch noch, um zu sprechen. Das heißt,
die Stellung der Frau war in der katarischen oder ja, in dieser Religion genau. Ganz eine andere. Es gab auch weibliche Priesterinnen, auch wenn sie nicht ganz in seinem Stellenwert hatten, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also sie, diese oberste spirituelle Sicht der Katara hat die Perfekti, die Bon Homme, die war sowohl Männern als auch Frauen zugänglich. Und es hat, also sozusagen die ganz obersten spirituellen Leute waren meistens männlich, aber es hat auch sowas wie eine weibliche Bischofin gegeben. Und die Frau generell hat in Südfrankreich damals eine sehr hohe Stellung gehabt. Punkt, der mir sehr wichtig ist, also in diesem religiösen, offenen, toleranten Umfeld mit diesem positiven politischen Umfeld hat einen ganz wichtigen Kulturimpuls auch für unsere europäische Welt gegeben. Also die ganze Troubadour-Sache mit dem Minnesang und so weiter, die nimmt da in Südfrankreich ihren Ursprung, die hat in Südfrankreich ihren Ursprung. Dieser Gedanke von irgendwie der Frau als anbetungswürdiges Wesen, dieses sehr weibliche, auch in der Literatur, wie wir sie kennen, von den Minnesängern, das stammt von Südfrankreich. Und es hat zur damaligen Zeit in ganz Europa keinen anderen Ort gegeben, wo eine Frau juristisch, politisch, religiös so viel Freiraum gehabt hat wie in Südfrankreich. Und von daher ist es ein bisschen, sage ich mal, eine Wehmut dabei, wenn man das so ganz emotional sagen darf, dass dieser Gedankengut, der auch ein christlicher Gedanke war, eigentlich ausgelöscht worden ist und dieses patriarchale Christentum, das wir halt über die katholische Kirche kennen und ja, sagen wir über die christliche Kirche, dass der quasi der dominante und tonangebende Weg war, den das Christentum dann gegangen ist. Ja. Bevor wir auf diese Auslöschung zu sprechen kommen, die natürlich zentraler Punkt ist in unserem Gespräch heute, aber ein Stichwort auch, das ich mir da aufgeschrieben habe von unserem Vorgespräch, ist Wiege der westlichen Kultur. Ja. Inwiefern jetzt? Also es gibt sehr viele Wissenschaftler, die sagen, es gibt zwei große Kulturen, die unsere europäische Kultur geprägt haben. Das ist einerseits die griechische, wo das Römische natürlich damit auch in Verbindung steht, und die okzitanische. Okzitanisch deshalb, weil dieses Land Okzitanien eben damals Südfrankreich war. War das ein eigenes Land oder eine eigene Provinz? Naja, das waren verschiedene Grafschaften, also wenn man es jetzt territorial sieht, verschiedene Grafschaften, wie Grafschaft von Toulouse und so weiter, die irgendwie nicht ein fixer Bestandteil waren, aber irgendwie doch zusammenhängend. Dieser Gedanke von einem Land, so wie wir es kennen, jetzt hat es im Mittelalter nicht gegeben. Das war ja ein Fleckerlteppich von politischen Bereichen. Hat es ja nicht. Königtum ist ja auch erst so langsam damals entstanden. Aber es war irgendwie doch irgendwie ein gemeinsamer Raum mit einer gemeinsamen kulturellen Tradition und eben auch einem spirituellen gemeinsamen Gedanken. Mhm. Und jetzt nochmal zurück auf die Wiege der westlichen Kultur. Also welche Dinge wurden da gelegt? Also ich habe schon erwähnt, diese Troubadour, auch so sehr viel mit Musik, sehr viele Musikinstrumente tatsächlich auch, die Laute und so weiter sind dort unten entstanden, sind dann irgendwie nach Europa rausgegangen. Literatur, sehr viele kulturelle Impulse, vielleicht auch architektonische Natur, wie man es halt irgendwie dann auch in der Gotik und so weiter kennt. Gell? Wissenschaft zum Beispiel auch? Also haben Sie Astronomie oder Mathematik? Oder? Ja, insofern, dass ich, also Okzitanien war sehr stark auch irgendwie mit den Arabern verbunden. Also man muss sich vorstellen, also Südfrankreich ist auch irgendwie ja strategisch sehr gut für Schifffahrt und so weiter. Und sie haben immer sehr viele Einflüsse von außen gehabt und deshalb auch durch Handel und so weiter sehr viele Beziehungen zu diesen Ländern. Und deshalb ist sehr viel Gedankengut aus dem Arabischen auch dann da quasi als Schiene zu uns gekommen. Die Araber waren zu dieser Zeit ja in ganz vielen Bereichen der Wissenschaft uns haushoch überlegen. Ja. Mhm. Und von daher war das vorteilhaft, dass es da natürlich eine Handelsbeziehung und einen Wissenstransfer gegeben hat. Mhm. Okay, das klingt ja eigentlich total nett. Dennoch sind die dann eigentlich ausgerottet worden. Erzähl mal, was da dann passiert ist und wann das vor allem passiert ist. Ja, also das, man muss sich das wirklich so vorstellen, das war eine blühende Landschaft, wirtschaftlich, kulturell, dieses Okzitanien, tonangebend in Europa, ganz viele andere Fürstenhöfe haben also da irgendwie dankbar von Impulsen aus Okzitanien, waren sehr dankbar für diese Impulse aus Okzitanien, und
100, 200 Jahre später war das ein Landstrich, der zum Teil wirklich ohne Menschen war, weil die umgebracht worden sind oder geflohen sind in diesem Kreuzzug. Und Okcitanien hat sich bis heute nicht erholt von diesem Schock. Also es ist all die Jahrhunderte später eigentlich eher entwicklungsmäßig hinten gewesen in Gesamtfrankreich. Und bis heute ist es ja so, dass es eher wirtschaftlich nicht zu den führenden Teilen Frankreichs gehört. Mhm. Und die Menschenakt in Languedoc, so wie es als Provinz mittlerweile heißt, also Languedoc, die Sprache Okzitaniens. Mhm. In diesem Languedoc sagen die Leute auch diese ganz stolzen, aber irgendwie doch skeptischen. Also man merkt, es ist ein gewisses skeptisch gegen der katholischen Kirche, auch gegen Paris da. Und man sagt irgendwie, dass es damals dieser Schlag, den haben wir bis heute nicht ganz verkraftet. Okay, ja. Was ist da passiert? Also wer hat sich da mit wem gegen die Katharer zusammengetan? Es hat eine Art Koalition gegeben zwischen dem Papst und dem französischen König und den nördlichen Adeligen. Der Hintergrund war der, dass die katholische Kirche, ich sage jetzt mal katholische Kirche, weil das bei uns ist, war, da hat es damals natürlich noch nicht gegeben, die Abspaltung war ja erst 200 Jahre später. Also das Papsttum hat irgendwie schon gemerkt, gut, das ist dort irgendwie, das ist ein Problem für uns, was dieses Katharertum ist, aus verschiedensten Gründen. Ja, warum? Weil sie erstens einmal einen unglaublichen Zulauf gehabt haben. Diese Katharer, die Menschen haben gesagt, naja, warum sollte ich da irgendwie weiterhin dem Papsttum folgen, wenn ich dort eine Philosophie habe, die mir viel mehr entspricht und wenn dort auch diese spirituellen, religiösen Leute das viel authentischer leben. Es ist kein Zehent mehr, also keine Kirchensteuer zum Teil mehr zahlt worden. Sie haben sich irgendwie ein bisschen unabhängig gemacht auch, ja, und waren einfach Konkurrenz für den Papst. Der hat versucht, zuerst einmal das sozusagen einen spirituellen Kreuzzug zu führen, hat dann Abgesandte dorthin geschickt und dann ist ein sogenannter Legat des Papstes, also Abgesandter, umgebracht worden. Und das hat der Papst das anders genommen, damals der Papst Innocent III. Gesagt, naja, gegen die müssen wir was unternehmen. Innocent, also ja, Innocent. Unschuldig. Ja, so hat er sich vielleicht gefühlt auch. Ja. Also sozusagen die religiöse Motivation. Und dann hat er natürlich eine politische Macht gebraucht. Und hat er ganz, ist er offen empfangen worden vom französischen König, der in Südfrankreich relativ wenig Einfluss gehabt hat. Es hat damals noch nicht so ein richtiges Frankreich in dem Sinn gegeben, sondern halt, der hat eher im Norden seine Besitztümer gehabt. Und er hat es als gute Gelegenheit empfunden, da den Süden auch irgendwie einzugliedern. Und den Kreuzrittern ist versprochen worden, Absolution, also alle Sünden werden vergeben, alle spirituellen Leckerlis, die man sich so vorstellen kann. Und natürlich, wenn ich was erober, gehört das Land an mir. Also ganz viele französische Adelige haben sich einfach gedacht, naja, da können wir auf Kreuzzug gehen, gar nicht so weit, müssen wir gar nicht nach Jerusalem und können uns eine schöne Provinz, eine schöne Grafschaft, den Nagel reißen. Also ganz pragmatische Gründe auch, ja. Und bis dorthin war das irgendwie, hast du schon mal kurz erwähnt, aber war das dann so autonom, halbautonom? Ja, das war relativ unabhängig. Eine eigene Grafschaft? Mehrere Grafschaften zusammen, vor allem die Grafschaft von Toulouse, mit einem ganz starken Grafen damals auch, dem Raymond, also sehr charismatische Führungsperson auch. Und der König in Paris hat im Süden fast keine Macht gehabt. Also dieser Graf in Toulouse hat wirtschaftlich viel mehr, militärisch viel mehr Kraft gehabt eigentlich als die meisten anderen. Und das war natürlich ein Dorn im Auge auch, dieses französischen Königs. Und der hat dann gesagt, naja, der Papst bringt mir da irgendwie ein Angebot, das muss ich annehmen. Und das ist jetzt nochmal wann passiert? Genau, also dieser Kreuzzug hat 1209 begonnen und hat 1208 war dieser Tod des Legats. Da braucht natürlich eine Zeit lang, bis man so einen Kreuzzug irgendwie aufruft und bis man dann irgendwie das Kreuzfahrerheer versammelt. Und es waren dann, ich habe gerade heute nachgeschaut, also einige tausend von Rittern und manche Quellen sind bis zu 200.000 von Fußsoldaten. Also die damalige Zeit ein unglaubliches Heer. Ich würde vielleicht ein bisschen runtersetzen, aber selbst wenn es Zehntausende von Rittern und Soldaten waren, war das ein unglaubliches Heer, das dort runtergezogen ist. Und das
dort wirklich Tabula Rasa gemacht hat. Also ganz ein markantes Beispiel war die Belagerung von Béziers, damals eine unglaubliche kulturell hochstehende Stadt mit einer fürs Mittelalter ganz unglaublichen Bevölkerung und so weiter. Die haben sie einfach wirklich die haben sie niedergemacht. Da ist nichts mehr gestanden, hat niemand überlebt, hat, weiß nicht, 6.000 Tote gegeben. Und die Soldaten haben die Heerführer gefragt damals, ja, wie soll man denn jetzt erkennen, was sind jetzt die Katarer und was sind jetzt vielleicht sozusagen unsere Leute, die sozusagen jetzt noch treu blieben, sondern es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht sich mit spirituellen Dingen und religiösen Dingen gar nicht viel beschäftigt haben. Und dieser spirituelle, religiöse Anführer hat dann darauf geantwortet, naja, tötet sie alle, der Gott wird die Seinen schon erkennen. Das ist eine interessante Logik, denn der Anlassfall war ja der Tod eines Mannes, der dorthin entsandt wurde, und aufgrund dessen hat man dann in Kauf genommen, dass man hunderte, tausende abschlachtet, die ebenso unschuldig sind, wie er es vielleicht war. Das ist ein ganz klassisches Beispiel aus der Geschichte, das wir immer wieder finden. Da braucht irgendeinen Auslöser, um zu rechtfertigen. Gell? Manchmal versenkt man ein Schiff irgendwie oder man lässt auch irgendwelche Türme einstürzen oder irgendwas. Gell? Und damals war der päpstliche Legat natürlich schon ein wichtiger Mann, und man weiß immer noch nicht, wer den eigentlich wirklich umgebracht hat, und weiß nicht, ist der vielleicht irgendwie in der Schlägerei umgekommen oder hat der irgendwie was, wer hat denn, vielleicht hat die eigenen Leute umgebracht, gell? Er ist jedenfalls gestorben, und der Papst hat sich gefreut, hat sich die Hände gerieben und gesagt, ja, jetzt habe ich endlich einen Anlass, um zu rechtfertigen, dass ich diese Heretiker, diese Ketzer, alle umbringen. Und ja, okay, aber da sind ja hunderttausende Leute draufgegangen offenbar. Oder ja, ich meine, Zehntausende, sagen wir mal. Ja. Das heißt, man hat eigentlich diese ganze gesamte Kultur völlig zerschlagen. Man hat sie zerstört. Man hat, also Frauen, Kinder, Männer, alle. Ja, ich meine, es ist ihnen letztlich nicht ganz gelungen. Zum Teil deshalb, weil die militärische Macht des Südens doch noch zu stark war. Also Toulouse hat man nicht eingenommen. Das war eine ganz wichtige Schlacht, auch weil da dieser ganz dunkle Scherge, nämlich der Anführer des Kreuzzugsheers, der Hugo von Montfort, Simon de Montfort, ist dort umgekommen, was auch irgendwie ein Rückschlag für dieses Kreuzfahrerheer war, weil das war ja eine ganz wichtige Figur, der irgendwie gesagt hat, ja, sozusagen, wir erobern das Land. Und also sie haben es militärisch nicht hundertprozentig geschafft, und die Bevölkerung war irgendwie so verbunden, die haben oft gesagt, naja, wir nehmen diese Katarer auf oder wir verstecken sie. Es war fast ein bisschen eine Untergrundbewegung, und die Katarer sind dann irgendwie fast so ein bisschen irgendwie verschwunden in Höhlen und so weiter. Erinnert mich fast ein bisschen an Osama Bin Laden und Co. in Afghanistan. Wo ja, ich will jetzt nicht einen ideologischen Vergleich machen, aber wenn die Bevölkerung natürlich mithilft und Sympathie hat für diese Leute, dann kannst du die nie ganz auffinden. Und nachdem man das militärisch nicht hundertprozentig geschafft hat, man hat natürlich alles zerstört dort und die Burgen geschliffen und so weiter, hat man eine ganz clevere andere Sache erfunden, nämlich die Inquisition. Also die Inquisition gibt es seit damals, wo man einfach gesagt hat, naja gut, wenn man es nicht auf die Art schafft, dann müssen wir es ein bisschen gefinkelter machen. Und diese Inquisition ist ja eine unglaublich faszinierende, wenn auch ganz dunkle Geschichte, weil man ja ganz viel durch irgendwie, naja, sag mal, hat der Nachbar irgendwas gesagt und denunzier doch den, dann kannst das und du bist vielleicht und so. Also so sehr viel auf menschliche Schwächen bauend, und dann gibt's halt Verhandlungen und dann kommt schon irgendwas auf die Augen. Und da hat man irgendwie noch sehr viele Leute auf den Scheiterhaufen gebracht. Und unser jetziger Papst ist ja der ehemalige Vorsitzende der Nachfolgeorganisation, genau, der Kongregation, der, ja. Der Glaubenskongregation. Glaubenskongregation heißt es mittlerweile, so ist es genau. Ja. Die gibt es bis heute noch, ja. Die heißt nicht mehr Inquisition, sondern Glaubenskongregation. Ist vielleicht heutzutage ein bisschen milder, menschlicher. Manche Einstellungen, wie man zum Beispiel zu kritischen Büchern steht und so weiter, ist aber immer noch gleich. Also es gibt also immer noch diesen Index von verbotenen Büchern und so weiter. Aber es werden. Aber es ist natürlich ganz eine andere Dimension, und ich will jetzt auch dem Ratzinger und dem Benedikt da irgendwie nicht nahe treten. Aber es ist schon spannend, dass der in gewissem Sinn Oberster dieser Kongregation war. Ja. Und also das war schon ein sehr starker Schlag gegen diese, vor allem auch
gegen die Bevölkerung, die irgendwie im Untergrund da versucht hat, das noch aufrechtzuerhalten, weil irgendwie dann keiner mehr dem anderen traut hat. Und so, da letztlich, man sagt, also im 14. Jahrhundert sind dann die letzten Katarer verbrannt worden und dann hat es die nicht mehr wirklich gegeben. Also es hat das offiziell, heißt, man hat sie wirklich alle ausgerottet. Man hat sie ausgerottet. Es hat niemand mehr gegeben, der sie zumindest dazu bekannt hat. Ja. Sind die nicht warum sind die nicht geflüchtet irgendwo anders hin? Ich meine, naja, du musst halt auch einmal die Möglichkeiten haben, da irgendwie zu flüchten. Gell? Das ist nicht im Mittelalter nicht so leicht wie heutzutage vielleicht. Ja, und das ist jetzt auch wieder leicht, aber okay. Es ist ja, und diese Katara, vor allem die obere spirituelle Schicht, sage ich mal, also diese Perfekte, die wollten auch gar nicht fliehen. Also ein ganz markantes Beispiel war diese letzte große Schlacht in Mont-Ségur. Das war so eine letzte große Zufluchtsort, eine Burg ganz wirklich im Süden Frankreichs. Nachdem man nach einjähriger Belagerung auch diese Leute da irgendwie gefangen genommen hat, hat man einfach diese 200, 205 Leute verbrannt. Und die sind auch so mit irgendwie wehenden Fahnen in den Tod gegangen, weil sie gesagt haben, warum sollen wir irgendwas verleugnen? Das ist unsere Philosophie. Und außerdem, was wollt ihr uns überhaupt anhaben? Weil das ist ja sowieso die Welt des Teufels. Und ihr habt vielleicht Macht da, aber in anderen Sphären oder im gesamten Schöpfungsplan seid ihr ja irgendwelche Würmer und wir sterben da so gern. Weil du Mont-Ségur erwähnst, Frage im Chat, was haben die Katarer in Mont-Ségur aufbewahrt? Ja, das ist ganz eine spannende Frage. Sie haben einen Schatz. Es gibt einen Schatz der Katarer, der 1244 eben in den letzten Tagen, bevor die Festung gefallen ist, hinausgeschafft worden ist. Das ist historisch dokumentiert. Da ist irgendwas raustransportiert worden. Das kann ganz primitiv natürlich irgendeine Goldtruhe gewesen sein, ja, mit Geld drin oder irgendwas, oder mit irgendwelchen Gütern. Ja. Geld in dem Sinn hat es damals nicht gegeben, aber mit irgendwelchen Schätzen, Goldschätzen oder immer. Das ist eigentlich die unwahrscheinlichste Variante. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man irgendwelche Schriften gehabt hat, vielleicht auch noch Schriften, die irgendwie die vielleicht von Maria Magdalena oder von diesen Urchristen auch in Südfrankreich mitgebracht worden sind, wo man irgendwie noch was Authentisches von Jesus Christus gehabt hat. Das wäre auch eine Möglichkeit, wäre natürlich auch unglaublich brisant gewesen und wichtig, weiterhin irgendwie zu erhalten. Und eine andere Möglichkeit ist, dass es wirklich lebende Menschen waren, nämlich zwei Kinder, die für die Katarer offensichtlich sehr wichtig waren. Und die waren was? Ja, also das führt uns wieder zu dieser Frage zurück, Blutslinie Jesus und so weiter. Das wären wohl dann Nachfolger Christi gewesen, Nachkommen Christi, die beschützt gehören. Ja, die ja auch irgendwie sozusagen leibliche Nachfolger Christi sind und somit ja nach dieser Vorstellung des Mittelalters, wo ja Blut irgendwie doch eine wichtige Funktion gehabt hat, erinnere mich an das blaue Blut der Adeligen und so weiter. Also diese Nachfolger Christi haben mit, wenn sie gegeben hat, natürlich mit aller Macht beschützt gehört und die sind dann irgendwie aus der Burg rausgebracht worden und halt in Höhlen versteckt worden und was auch immer dann später mit ihnen passiert worden ist, ja. Also, die Frage davon vorhin mit Mont-Ségur, da steht dann auch noch Baphomet, Fragezeichen. Was steht hinter diesem Begriff? Ja, Baphomet hat sehr viel mit den Templern zu tun. Dieser Tempelorden, der ungefähr 100 Jahre später, Anfang des 14. Jahrhunderts, auch wieder mit einer ganz spannenden Parallele mit einer Koalition zwischen Papst und französischem König, die sind ja auch quasi dann mit einem Schlag, mit einem Federstrich ausgelöscht worden. Und ein Argument war, dass die eben diesen Baphomet angebetet hätten, also eine Art von Teufel. Mhm. Genau, also das hat nicht unmittelbar mit den Katarern zu tun, wobei es ja zwischen Katarer und Templer auch immer wieder Versuche gibt, die zusammenzubringen in verschiedenen Theorien. Wir kommen da auch noch hin, nicht nur wegen dieses analogen Untergangs. Wenn, ich meine, eine, was mir jetzt irgendwie ein bisschen nicht ganz zusammenkommen im Kopf ist, wenn jetzt es tatsächlich so gewesen wäre, dass die Nachfolger Jesu Christi im Süden Frankreichs überlebt hätten, auf Mont-Ségur oder wo auch immer, warum hätten sie dann,
wären sie dann von der katholischen Kirche ausgerottet worden. Ich meine, die katholische Kirche, müsste die nicht irgendwie interessiert dran gewesen sein, diese Menschen zu kennen? Keine Ahnung, ist das naiv? Naja, aber ist eine gute Frage. Aber stell dir mal vor, jemand würde jetzt in irgendeiner Form nachweisen können, ja, dass er genetisch eine Nachfolge von Jesus von Christus wäre. Ja? Was wäre die Konsequenz? Der würde natürlich eine unglaubliche Symbolfigur werden, würde ganz einen massiven Machtzuwachs haben. Ja? Und die katholische Kirche, ich bleibe jetzt mal wieder bei der katholischen Kirche, weil dadurch ist ja auch der Papst da im Spiel. Also der Papst und der Vatikan täten sie ganz schwer, wenn da jetzt jemand irgendwie auftreten würde, der sagt, okay, ich bin Nachkommen Jesu Christi und bin Nachfolger vielleicht auch, habe vielleicht auch sozusagen irgendwie noch irgendwelche Quellen, die seine Philosophie noch authentischer übermitteln. Ja, und ich erzähle euch jetzt, was denn dieser Jesus von Nazareth eigentlich so wollte. Das ist natürlich die Konkurrenz schlechthin für den Papst. Mhm. Folglich versuchte er ja mit aller Macht sowas, vielleicht auch im 12., 13. Jahrhundert und würde wahrscheinlich auch jetzt noch versuchen zu unterdrücken. Mhm. Werf schreibt da im Chat, 364.142 Nachkommen Jesu bis heute angeblich. Ja, also ich freue mich, wie man auf die Zahl kommt. Aber klar, das wäre jetzt schon eine ziemlich beträchtliche Anzahl an Nachkommen. Und dann ja. Ja, also diese Zahl würde ich irgendwie eher mit Schmunzeln kommentieren. Ja, ja. Aber in jedem Fall ist es eine große, es wäre eine große Zahl, auch wenn es nur zwei waren. Also diese Theorie, die im Buch Der Heilige Gral und seine Erben vertreten wird, von Lickenbatch und Lee, ist, dass die Nachkommenschaft immer sehr klein gehalten worden ist und dann auch irgendwie Art von Einzug ins europäische Königtum erhalten hat. Also es gibt sozusagen Merowinger, genau, die Merowinger, dieses Adelsgeschlecht im frühen Mittelalter. Späterhin auch irgendwie berühmte Wissenschaftler, Leonardo da Vinci bis zu französischen wichtigen Intellektuellen, die das irgendwie unterstützt haben oder sogar selber aus dieser Blutlinie waren. Und ab und zu wird auch immer wieder behauptet, dass die Habsburger damit wohl irgendwas zu tun hätten. Und also folglich wäre also der Otto von Habsburg, der sich ganz wacker schlägt und immer noch lebt, ich glaube am Starnberger See oder so irgendwie momentan, wäre sozusagen folglich ein Nachkommen. Und das ist in gewissem Sinne ein bisschen eine elitäre Blutslinie, so wird das zumindest gern gesehen. Mhm. Ja, also von daher glaube ich, diese Vielzahl an Nachkommen eher... Ja, also sie wäre sozusagen mathematisch, statistisch wahrscheinlicher, aber ideologisch eher nicht. Mhm. Baphomet wird auch als Bundeslade interpretiert. Naja, ich glaube, das darf man nicht ganz verwechseln. Die Templer haben ja anscheinend diese Bundeslade auch gefunden in Jerusalem, in diesem Tempel Salomons und so weiter. Und das hängt damit auch irgendwie zusammen, dass man vielleicht diese Bundeslade da denen wieder abnehmen wollte oder dass das ganz ein wichtiges Machtinstrument war, der Templer. Aber Baphomet und die Bundeslade gleichzusetzen, wäre glaube ich nicht korrekt. Ja. Okay. Stichwort Templer. Also interessanterweise kamen die Templer ungefähr 100 Jahre nach dem Kreuzzug gegen Okzitanien. Ich glaube, ungefähr 100 Jahre später sind sie ausgelöscht worden. Ja, genau. Ja, also zur Zeit des Kreuzzugs waren die Templer ein ganz wichtiger Machtfaktor. Des Kreuzzugs gegen Okzitanien, ja. Circa 100 Jahre danach sind ja die Templer dran gewesen. Genau, die waren dann auf der Liste. Ja. Quasi. Mhm. Und der Plot war ganz ähnlich, also das heißt, der Papst und der französische König haben sich zusammengetan. Mhm. Warum diesmal? Weißt du das? Da gibt's natürlich auch wieder mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Diese Templer waren ja, also sind gegründet worden im ersten Kreuzzug in Jerusalem. Gottfried von Bouillon ist das erste Gründer da genannt, der französische Adeliger. Eigentlich zum Schutz der Pilger nach Jerusalem. Ja, das war die erste pragmatische Aufgabe, dass man quasi diese Pilger, die angegriffen werden, schützt und später dann als Art von militärischer Arm des Papstes. Und die haben aus gewissen Faktoren irgendwie wirtschaftlich, waren die sehr geschickt und haben ganz viel Kontakte in aller Welt gehabt und haben dadurch eine Art von Handelsnetz gehabt und sind sehr reich geworden, war ein unglaublich reicher Orden und auch politisch sehr einflussreich. Und
man könnte ganz machtpolitisch, pragmatisch sagen, naja, die sind ein bisschen zu mächtig geworden, dem Papst, dem sie ja offiziell unterstanden sind, ja, das ist, darf man nicht vergessen, die waren nicht unabhängig, sondern die sind dem Papst unterstanden, und auch dem französischen König, der irgendwie teilweise fast also finanziell angewiesen war von den Templern und der irgendwie auch darin natürlich eine Konkurrenz gesehen hat. Ich gestern gerade zufällig gelesen, hat offensichtlich vielleicht ein ganz privates, persönliches Problem des französischen Königs gegeben. Er wollte nämlich auch zu den Templern, wollte aufgenommen werden und die haben ihn abgelehnt und deshalb sagt, ja, hat er als persönliche Erkränkung des Egos das vielleicht gesehen. Ja, ist vielleicht ein kleiner Faktor, aber also die Templer waren zu mächtig, zu wichtig und haben vielleicht auch gewisse Informationen und ein Wissen gehabt, wie zum Beispiel die Bundeslade, die sie sehr gefährlich für die anderen gemacht haben, wie für den Papst vor allem. Sie haben auch die Geldüberweisung erfunden und eigentlich das Finanzwesen so ein bisschen in den ersten Ansätzen aufgebaut, genau. Bargeldlose Geldtransfers, Quittungen und all der Dinge und so weiter. Ja. Das heißt, sie waren extrem hochentwickelte Kriegermönche, genau. Gruppe von Kriegermönchen, die also gute Dienste leisteten und dann zu mächtig wurden. Und es gab letztens, ich habe es auch in den News gebracht, das ist jetzt schon ein paar Sendungen her, war irgendwann vor ein paar Monaten, gab es eine Meldung, dass sich der Vatikan offiziell bei den Templern entschuldigt hat. So quasi, es tut uns echt leid, wir wollten, eigentlich war das irgendwie ein Irrtum mit der Ausrottung. Sorry, Freundschaft. Genau. Und es ist halt irgendwie lustig, weil der Grund war ja auch unter anderem, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon erwähnt hast, dass das Einweihungsritual der Templer etwas bizarr war. Da war das Spucken auf das Kreuz, genau. Zum Beispiel, war Teil davon. Die ganze Geschichte ist in allen Richtungen irgendwie ein bisschen komisch, denn die Erklärung der Templer, also es gibt ja auch jetzt lebende Exemplare der Templer, die also zumindest nach diesen Grundsätzen leben, denke ich. Verschiedenste Ausprägungen und jedenfalls die Erklärung, und ich weiß jetzt gar nicht, wo die Erklärung jetzt wirklich herkommt, die ich zumindest gehört habe, war, dass man das tat so quasi, um der Folter und dem, was passieren würde, wenn sie in Gefangenschaft gerieten, zuvor zu kommen. Mhm. Sprich, da müssten sie dann auch aufs Kreuz spucken und deshalb machen sie es lieber gleich, dann ist es nicht mehr so schlimm nachher. Das ist irgendwie so eine Erklärung, wo man denkt, also ich weiß nicht. Ja. Also ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig, die man dabei bedenken sollte, ist nämlich, welche Quellen haben wir darüber, wo speisen wir denn irgendwie das Wissen her, warum die das damals gemacht haben. Das sind meistens Aufzeichnungen von Inquisitionsverhören gewesen. Das betrifft übrigens die Katharer auch gleich. Also ganz viel Sachen, wie wir glauben, wie die Katharer gelebt haben, ist über Inquisitionsakten, ja. Weil damals hat man sonst ja nicht oft was aufgeschrieben oder so. Die waren jetzt so richtig SS-mäßig unterwegs. Und dann ja, die Inquisition, die war gut organisiert, ja. Ja. Zu gut manchmal organisiert, ja. Na, und von daher ist es auch die Frage, ob da im Nachhinein nicht manches einfach den Templern untergeschoben worden ist, ja. Also ich würde da sehr skeptisch sein, wenn man sagt, naja, was haben sie wirklich gemacht, ja. Also wenn ich irgendwas gegen jemand habe und ich will den irgendwie beseitigen und ich versuche das zu argumentieren oder zu rechtfertigen, dann versuche ich dem irgendwas reinzuschieben, irgendwas unterzuschieben, gell. Also so einfach so eine Art von Strategie, von Taktik. Aber und, was für mich dann nicht sagen, ja, okay, schön. Von daher muss man das einmal generell kritisch sehen. Auch alles, was irgendwie bei den Katharern kritisch gesehen wird, mit Teufel und so, wer weiß, vielleicht waren sie gar nicht immer so dualistisch und weltablehnend. Also das wissen wir ja zum Teil nur aus der Sicht der katholischen Kirche, die ihr Gegner waren. Und wie wir alle wissen, schreiben die Sieger ja Geschichte. Also da muss man immer skeptisch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Ich meine, bei den Ritualen gibt es immer verschiedenste Formen und die Templer haben ja auch Kontakt mit heidnischen Traditionen gehabt und von daher hat es vielleicht auch irgendwelche Rituale und Facetten dieses Rituals gegeben, die für einen normalen Europäer der damaligen Zeit irgendwie ungewöhnlich waren. Ideologisch ist es für mich, wenn das tatsächlich so wäre, nachvollziehbar, weil das Kreuz ja irgendwie auch ein Symbol des Leidens ist. Und das haben im Mittelalter nicht alle gleich gesehen. Also die Katharer zum Beispiel haben das ja auch abgelehnt. Die haben Jesus Christus nicht als diesen Leidensmann gesehen, haben deshalb auch irgendwie diesen Christus am Kreuz irgendwie abgelehnt, weil das erinnert uns ja irgendwie nur an das Leid, sondern die haben irgendwie wollten ihn eher als Lichtfigur in Erinnerung behalten.
Und von daher könnte man sagen, na gut, die Tempel haben auch dieses Symbol des Leids und dieser Sünde und dieses Sündhaften, das uns ja irgendwie eingeredet wird, da ein bisschen abgelehnt. Aha. Ja. Wäre nachvollziehbar, wenn ich sage, ja. Ich denke mir aber schon, dass es also logisch ist, es glaube ich schon Teil des Rituals gewesen, denn sonst hätte man ja sonst keine andere Erklärung jetzt dafür finden müssen. Hätte man ja gleich sagen können, na, das war also stunden unterlogen und ist irgendwie unter Folter erpresst worden, dass man solche Sachen aussagt. Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich Teil war, aber vielleicht wirklich, ja. Ich meine, das Kreuz, gab es einmal eine Sendung mit Werner Neuner, ist wirklich also eine man kann auch solche kinesiologische Tests machen, wenn man also das Kreuz ist kein sehr stärkendes Symbol. Es ist, also ich glaube, energetisch gesehen drückt es eher runter als rauf. Ja. Was ist ja, Theologe würde so sagen, vielleicht, naja, es erinnert uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist und was seine Leistung war, ja, dass er für uns quasi diese Qualen erlitten hat. Aber also es hat immer wieder im Laufe der Geschichte der letzten 2000 Jahre Gruppen von Menschen gegeben, auch die quasi christliche Ideen gehabt haben, die gesagt haben, nein, das Kreuz wollen wir eindeutig nicht als unser Symbol nehmen. Wir wollen irgendwie ein positiveres. Ja. Also das würde von daher sein. Und ich meine, die Templer sind, ist eine spannende Frage, die habe ich mir über viele Jahre auch gestellt. Inwiefern die Templer mit den Katharern irgendwie verbandelt waren. Genau, ja? Das wäre meine nächste Frage. Also dagegen spricht einmal, dass die Templer offiziell dem Papsttum unterstellt waren, sozusagen auch irgendwie dem entscheidenden Faktor, der diesen Kreuzzug ausgelöst hat, irgendwie politisch unterstellt waren, dass sie ja auch irgendwie Kreuzritter waren und sehr viel Gedanken gehabt haben, die nicht mit den Katharern übereinstimmt haben. Ich meine, das waren wirklich Kriegermönche, ja. Die haben getötet, die haben auch, was weiß ich, Araber zum Teil abgeschlachtet, ja. Und die Katharer haben das Töten ja vollends abgelehnt. Das waren ja wirklich Fundis von pazifistische Fundis, ja. Sie haben das Töten völlig abgelehnt. Von daher gibt es also ideologisch schon sehr viele Unterschiede. Und ich meine, was irgendwie auffallend ist, dass die Templer bei diesem Kreuzzug sich nicht wirklich beteiligt haben, ja. Also, die haben sich da sehr zurückgehalten. Die hätten ja auch sagen können, naja, da machen wir mit. Wenn wir schon in Jerusalem dauernd Kreuzzüge organisieren, können wir das einmal in Europa machen. Sind ja auch Ketzer. Also, die waren da sehr zurückhaltend. Und manche sagen, das ist ja durchaus eine gewisse Unterstützung für die Katharer irgendwie ganz subtiler Form und im Untergrund gegeben hat. Das heißt, zur Zeit, als die Katharer ausgerottet wurden, gab es die Kreuzritter schon? Die Templer sind sind vorher schon gegründet gewesen. Also schon diesen Templerorden. Genau. Und die haben sich dann nicht dran beteiligt? Die haben sich bei diesem Kreuzzug eigentlich sehr wenig beteiligt. Ja. Gab es auch noch andere Gruppen innerhalb der katholischen Kirche, die das abgelehnt haben, diesen Massenmord? Eine andere ketzerische Bewegungen natürlich, die damals irgendwie so in Gruppen existiert haben. Also diese Reformation, die es dann 200 Jahre später gegeben hat, ist ja nicht von nichts gekommen. Ja. Also der Protest gegen das Papsttum im Mittelalter und vor allem gegen dieses ausschweifende Leben des Papstes und seiner Untertanen, das hat ja viele dazu bewogen zu sagen, naja, das kann es wohl nicht sein, müssen wir doch irgendwie einen anderen Weg zu Jesus finden und mit Jesus finden. Also da hat es dann irgendwie schon irgendwie so Inseln gegeben von Leuten, die irgendwie, also die Hutterer zum Beispiel, ja, die Bogomilen in Bulgarien, im Balkan, die auch immer ganz stark mit den Katharern in Verbindung gebracht werden. Also es hat dann irgendwie schon so Inseln gegeben, die sie da irgendwie, die versucht haben, das Christentum anders zu leben. Die haben das natürlich abgelehnt. Politisch denke ich einmal, es ist natürlich einfach auch eine Machtfrage gewesen. Der französische König ist mächtiger geworden, hat sich einfach ein Territorium auch einverleibt. Ja. Was? Okay, das heißt, die Templer waren Ritter, die Katharer Pazifisten. Keine Parallele, aber was sind denn jetzt die Parallelen? Naja, also eine Parallele in einer Theorie, könnte man sagen, in einer Verschwörungstheorie, dass sie beide vielleicht diese Nachfolger Christi eben geschützt haben. Die Templer sollten eventuell ja auch ein militärischer Arm dieser Periode Sion gewesen sein, ja, die irgendwie dazu diente, diese Nachfolger, diese Blutslinie Christi zu schützen. Und nur weil die Templer quasi ausgerottet worden sind, heißt das ja nicht, dass quasi sozusagen dieser Schutz da aufgegeben worden ist. Ja. Die Priorisation
Ein bisschen eine kritische Geschichte, ja. Dieser Pierre de Plantard, ein Franzose, ein französischer Adeliger, der irgendwie in den 60er, 70er Jahren da ein bisschen was rausgerückt hat von Dokumenten, ist zum Teil auch wieder ein bisschen, ja, in Kritik. Also es ist ein bisschen eine wackelige Geschichte, was er da aufgestellt hat. Er wäre ja selber auch der jetzige Großmeister der Priory de Sion. Ist immer verdächtig, wenn einer dann selber so zentrale Figur ist. Aber, also das ist irgendwie auch ein Mythos, der durch die Geschichte geistert, die Priory de Sion, die Templer, die vielleicht gar nie wirklich ausgerottet worden sind und irgendwie auch die Funktion gehabt haben, vielleicht manches Gedankengut, manches Wissen zu schützen, in Opposition zu diesem Papsttum, das relativ dogmatisch und hart ideologische Richtung vorgegeben hat und wo ja relativ wenig Freiraum war für irgendwelche anderen Ideen. Also es gibt sozusagen, man könnte sagen, naja, die haben vielleicht im großen Plan gemeinsam gearbeitet. Ja. Und was ist der große Plan? Na, der große Plan wäre sozusagen, einerseits die leiblichen Nachfolger Christi zu schützen, also diese Blutslinie zu erhalten, um somit auch irgendwie Jesus und seine Kinder irgendwie da nicht sterben zu lassen. Und ich glaube einfach auch das Gedankengut eines anderen Christentums aufrechtzuerhalten, wo zum Beispiel auch die Weiblichkeit, also dieses göttliche weibliche Rolle spielt, das wirklich wenig Platz gehabt hat in der päpstlichen Ideologie und diesem männerzentrierten christlichen, katholischen System. Ja, das wäre natürlich ein guter Grund, warum man dann eben die Tempelritter auf eine ähnliche Weise beseitigt hat wie die Katharer, aber auch nicht ganz natürlich, ne? Weil es gelingt nie ganz, ne? So wie die Jedi-Ritter in Star Wars. Die genau, die werden dann, die suchen irgendwo auf einem anderen Planeten Zuflucht und so. Und, ja. Also ja. Jetzt Parallele zu einem anderen, weiß nicht, auf einer Insel oder irgendwo, ja. Ja, ja. Schottland. Genau. Schottland zum Beispiel, ja. Also es gibt ja irgendwie da die Möglichkeit, dass gewisse die Ideen des Freimaurertums, die in Schottland eigentlich stark da sind, dass da irgendwie eine Verbindung ist. Ja. Ja, und dann über den Teich, Nova Scotia und dann eigentlich die USA als freimaurerisches Experiment. Aber da kommen wir jetzt extrem weit. Da würde man jetzt ins von ein. Ja, ja, aber Priory de Sion. Priory de Sion. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Das heißt, die Brüderschaft des Sion. Warum Sion? Sion? Und was haben die jetzt wirklich mit den Katharern zu tun? Wo ist das? Ja. Also Sion als Bild des Alten Testaments, eben als quasi die Überlebenden. Wir kennen es aus Matrix, vielleicht, weiß nicht, hast du da... Ja, Sion, die genau, Stadt. Genau, Sion, die Stadt. Also es ist irgendwie so diese letzten Überlebenden, die irgendwie Zuflucht haben und so weiter. Und von daher auch der Gedanke, dass man irgendwie die letzten Überlebenden schützt. Ja. Also die Priory de Sion ist irgendwie im offiziellen Bewusstsein der Menschen erstmals auftaucht in die 50er, 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo eben dieser Pierre de Plantard irgendwie mit Dokumenten rausgerückt hat, zum Teil auch die Dokumente irgendwie veröffentlicht hat oder manche sagen in Paris in manche Bibliotheken geschmuggelt hat und so. Also der hat irgendwie ein Interesse gehabt, dass das rauskommt. Und der Heilige Gral und sein Erben basiert quasi dieses so Standardwerk, nicht unumstrittene Standardwerk, beruht ja eigentlich auf seinen Ideen, wo er einfach sagt, naja, Jesus und Maria Magdalena haben Kinder gehabt, die Nachfolger sind ihm geschützt worden, sind zum Teil über die Merowinger und über andere Adelsgeschlechter irgendwie da weiter fortgesetzt worden und haben irgendwie einen Schutzbedarf gegen die katholische Kirche, die natürlich diese Konkurrenz ausrotten wollten, töten wollten, auslöschen wollten. Und dafür haben wir zum Beispiel eine militärische Einrichtung geschaffen, wie die Templer. Dafür haben wir auch die Katharer irgendwie sehr lange versucht zu schützen, bis es dann eben dem Papsttum doch gelungen ist, die irgendwie auszurotten und bei der Flucht vielleicht auch irgendwie Hilfe zu gewähren. Genau, also man könnte sich irgendwie so ein bisschen als Security Organization für diese Nachfolger, also die quasi ganz physisch real waren und auch um, ich meine, das ist wie in einer Diktatur, wenn es quasi eine ideologische Richtung gibt und man will vielleicht ein anderes Gedankengut bewahren, muss man irgendwie immer in den Untergrund gehen und muss man versuchen, das irgendwie zu erhalten und weiterzugeben. Mhm. Genau, also das ist der Gedanke. Ja, diese
dieser große Plan, den ich zuerst erwähnt habe, ist ein bisschen verdächtig und versucht eigentlich alles zu erklären. Es ist eigentlich so die Mutter aller Verschwörungstheorien. Wirklich fast die Mutter aller Verschwörungstheorien, die zurückreicht eben bis vor 2000 Jahren. Man sagt, naja, alles ist irgendwie in diesem großen Kampf zwischen den Bösen und den lichtvollen Mächten. Und wie diese Priorisation war eben, ist eine Bezeichnung für diese lichtvolle Macht, die im Untergrund gearbeitet hat und so. Und die Katara sind eben auch ein Beispiel. Und von daher, also das sehe ich ein bisschen kritisch, ganz ehrlich. Weil wenn man irgendwie alles versucht, mit einer Theorie zu beschreiben, ist das ein bisschen eindimensional vielleicht. Aber ja, also gegebenenfalls, es hätte wirklich ein Nachkommen Christi geben, ist es natürlich schon unglaublich brisant. Auch politisch, weil also dieser Pierre de Plantard, der das in Frankreich versucht hat, ein bisschen ins Gerede zu bringen, der will, zumindest wollte er damals ja auch so eine Art Gottkönig irgendwie einsetzen, also quasi als Monarchie wieder, wo eben deine Nachfolger Christi quasi oberster spiritueller und politischer Anführer ist. Mhm. Stichwort der große Plan und auch Stichwort Katharsis, wenn man das weiterdenkt, irgendwie das jüngste Gericht. Ne? Also diese Zeit, the end times, wie die Amerikaner sagen, in der wir uns angeblich befinden, spielt das irgendwie rein in den, also behaupten zumindest manche, spielt das irgendwie jetzt rein in diesen großen Plan und auch in diese Blutslinie etc.? Aber ja, also einer der letzten Katara, der irgendwie dokumentiert dann verbrannt worden ist, hat eine ganz interessante Aussage gesagt, hat so und so viel 100 Jahren wird unser Gedanke wieder auferstehen, wird irgendwie wieder Gehör finden bei den Menschen. Und diese Zeit, die er da gegeben hat, die ist um die Jahrhundertwende jetzt gewesen. Ja. Also das spielt quasi direkt da in unsere jetzige Zeit. Die Vergangenheit. Also 20, so er sagt so ungefähr, ihr werdet jetzt einige Jahrhunderte quasi unterdrückt haben, aber ihr werdet uns nie ganz auslöschen können und es wird die Zeit kommen, wo eben eine andere Sicht auf das Christentum, wo wieder diese weibliche Facette des Göttlichen wieder mehr Raum bekommt, wo vielleicht Jesus vielleicht nicht so verzerrt dargestellt wird und so. Also die Zeit wird kommen, hat er gesagt, und die ist gerade jetzt in unserer Zeit. Ich meine, warum er immer das sagt, vielleicht hat er wirklich eine prophetische Ader gehabt, vielleicht wollte er einfach nur ein bisschen Aufsehen erregen, wie immer. Aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie so rundum blickt, könnte man das ja durchaus so sehen, dass es gibt eine gewisse Renaissance einer alternativen, religiösen, spirituellen Sicht, sagen wir mal auch eine weibliche Emanzipation, wie man die immer bewerten will. Ja. Und auch vor allem, also das sozusagen ohne Seitenhieb versehen, die ganz starke weibliche, göttliche Betonung auch wieder, die ja bei diesen Katharern ganz, ganz wichtig war. Eben weil sie, ich meine, das ist wirklich faszinierend, man muss sich anschauen, das war das Mittelalter, das war das 12., 13. Jahrhundert, da sind wir wirklich von unserem Gedankengut noch völlig umnebelt gewesen, hat es da überhaupt keine Gedanken, hat es noch keine Renaissance gegeben, es hat keine Aufklärung gegeben. Also wir waren da wirklich im tiefsten Mittelalter und da hat es eine Gruppe gegeben von Menschen, die relativ groß war, die gesagt haben, naja, die Frau ist eigentlich gleichberechtigt, warum soll man irgendeine Frau unterdrücken? Die hat genauso ihre Funktion, die hat genauso ihre Rolle, ihr Gewicht. Wir sollen auch irgendwie diesen Gott nicht nur als männlichen Gott mit Bart sehen, sondern sollen ihn eigentlich als sowohl männlich als weiblich sehen. Also eine Vorstellung, die unglaublich revolutionär war für damals. Und wenn man sich irgendwelche esoterischen, spirituellen Bücher unserer Tage anschaut, sagen die nicht viel was anderes als die Katara damals. Ja, um noch ein bisschen dabei zu bleiben, finde ich eine sehr interessante Aussage, vor allem wenn es zeitlich so genau stimmt. Und es ist tatsächlich so, dass verschiedenste säkuläre und auch religiöse Strömungen, spirituelle Strömungen unglaublich stark werden. Ich meine, in dieser Sendung geht es ja oft um ähnliche Themen oder solche Themen. Was hat er denn noch gesagt, dieser Mann? Über was bewirkt es dann? Gut, okay, dann kommt dieses Gedankengut wieder zurück.
um was zu bewirken? Ja, um... Was passiert dann? Hat er irgendwas darüber gesagt? Sicher auch eine Abschwächung bzw. Zurückdrängung dieses Papsttums, ja. Also dieser dogmatischen Kirche. Das würde ich auf alle Fälle unterschreiben. Ich glaube, die Macht der Kirche ist im Sinken. Und war für die damalige Zeit natürlich unglaublich, das zu sagen, dass es irgendwann die katholische Kirche geben wird, die in weniger Macht hat, dass irgendjemand traut, vielleicht auch gegen die katholische Kirche was zu sagen, so wie wir das jetzt da machen. Ja. Also das war damals unglaublich. Von daher sehr, sehr prophetisch und sehr, sehr spannend, diesen Gedanken überhaupt zu haben, weil, ich sage mal, 99% der Menschen damals hätten sich gar nicht vorstellen können, da hat es einfach keine Welt geben, die irgendwie den Papst in Frage stellt, gell? Und also ich sage, eine Renaissance des Katharatums insofern in ihrer Vorstellung, vielleicht auch in ihrer dualistischen Sicht, dass die Welt, so wie sie da haben, naja, also ich sage jetzt nicht, die Welt des Teufels ist, aber vielleicht nicht alles ist, dass es auch sowas gibt wie vielleicht was Göttliches über diese Materie hinweg, dass es ja vielleicht sowas wie feinstoffliche Welten gibt da und dass Gott nicht dieser alttestamentarisch böse, richtende Gott ist, sondern eigentlich einer von Liebe und Güte durchdrungener Gott. Ja. Mhm. Also das ist etwas, was mich bei den Katharern sehr angesprochen hat. Nicht diese Ablehnung der Welt, wie massiv sie es auch immer gemacht haben, sondern einfach diese Vorstellung, man sagt, naja, das ist ein Spiel, vielleicht auch zwischen Gut und Böse oder Dunkel und Hell. Und Gott an sich steht irgendwie, das ist alles Teil seines Plans, aber er steht da irgendwie über den. Ich meine, die Frage, warum kannst du das zulassen, Gott, ist dann somit auch ein bisschen beantwortet, weil ja Gott eine andere Stellung hat als für mich als dieser christliche Gott, der ganz konkret dafür verantwortlich ist, dass das und das in meinem Leben passiert. Also so ein bisschen ein abstrakterer Gott, der, ja, der auch das Gut und Böse vielleicht ein bisschen in Frage stellt. Mhm. Das heißt, dass auch das dualistische Weltbild irgendwie hinterfragt. Generell. Oder bleiben die da schon im Dualismus, nur sagen sie, okay, aber es muss. Ich meine, das ist ein Punkt, der ja kritisch ist bei ihnen, ja. Wenn diese Quellen, die natürlich von vielen Inquisitionszeugnissen stammen, wirklich irgendwie mit ihrer tatsächlichen Sicht damals übereinstimmt haben, dann waren sie schon sehr weltabsagend, ja, sehr irgendwie auch zum Beispiel der Sexualität zum Teil ablehnen und obwohl so weiter. Die Minnesänger ja doch ja, dann auch ist, wieder sehr. Das ist irgendwie ein Paradoxon. Von daher glaube ich eigentlich auch nicht ganz, dass sie wirklich die Welt so abgelehnt haben. Ja, manche Quellen sagen, sie hätten zum Beispiel auch das Kinderkriegen abgelehnt, weil du dann durch wieder eine Seele in diese ungemütliche Welt inkarnieren lassen musst. Also okay. Das ist irgendwie so gegangen. Und dann hat ihnen vielleicht der Papst dann gefallen dann und hat es irgendwie beschleunigt. Naja, okay. Das ist also ich glaube, das ist schon ein bisschen Propaganda auch, ja. Sicherlich so weise und so hochstehend ihre Gedanken waren sie natürlich auch Kinder ihrer Zeit und Kinder des Mittelalters. Ja. Und damals hat man halt Dinge auch vielleicht ein bisschen überspitzt gesehen. Mhm. Und das von daher darf man sie auch nicht idealisieren und sagen, es war vielleicht, die waren jetzt so die überall Stehenden und haben da irgendwie die spirituelle Weisheit gehabt oder den Weisheitsletzten Schluss. Ja, das ist immer gefährlich, wenn man das irgendwo sucht. Das wäre immer verdächtig. Also das nicht, aber sie haben eine unglaublich tolerante und offene Gesellschaft gehabt damals. Und es ist wirklich ein ganz schwarzer Fleck unserer Geschichte, dass diese Kultur, die so viel Wertschätzung für eben Gesang, Musik, für Gleichberechtigung beider Geschlechter gehabt hat, für religiöse Freiheit, also es war ja nicht so, dass die, es hat ja sozusagen auch Papstgetreue damals gegeben, die sind ja nicht irgendwie angegriffen worden oder irgendwas, ja. Also diese Offenheit, diese offene, tolerante und ein bisschen, ja, reflektierte Gesellschaft, die wir halt dann sehr viele Jahrhunderte nicht gehabt haben. Vielleicht, wenn die nicht vernichtet worden wären, hätten die unsere Kulturgeschichte ein bisschen positiver beeinflusst, ja. Aha. Was wäre wenn, Frage sozusagen. Ja, wir sind praktisch am Ende der Sendung, aber so zum Schlusswort, was ist für dich das Wichtigste dieser Kultur, das vielleicht jetzt wiederkommt oder auch nicht, aber was können wir von den Katharern lernen?
Ich glaube, dass sie einen Zugang zum Göttlichen gehabt haben, auch irgendwie im zwischenmenschlichen Umgang, der jetzt immer stärker wird, auch der nicht ausgrenzt, der nicht verurteilt, der irgendwie nicht abwertet und wo es nicht darum geht, wer hat den besseren Guru oder wer hat den besseren Gott oder wie immer, sondern der sehr viel Platz lässt für die Ideen der anderen und der irgendwie vielleicht Jesus von Nazareth, diese historische Person, auch ein bisschen wieder eher ins rechte Licht drückt und nicht so als Figur, wie wir sie sehr viele Jahrhunderte lang jetzt in unserem Weltbild gehabt haben, nämlich den Jesus mit dem Schwert auch, gell? Ja. Den wir immer wieder sehen. Ja, danke, den wir immer Markus. Wieder sehen, auch heutzutage im Kampf gegen die Heiden, gegen die Araber und so weiter. Ja, also das ist von daher ist es ein unglaublich aktueller Punkt auch, weil diese Vorstellung, dass man eben mit dem Schwert gegen Andersgläubige vorgehen soll, wie der Papst und der französische Kaiser, das ist ja etwas, was wir auch heutzutage erleben und vielleicht lernen wir irgendwann aus der Geschichte. Gegen Terroristen, und nachdem sie dann diesen einen Nunzius oder wie auch immer er sich jetzt nannte, umgebracht haben, sind sie wahrscheinlich auch so als Art Terroristen. Na was? Haben sie solche gegolten. Okay, es war sehr spannend, die Zeit ist schnell vergangen, ist mir ein gutes Zeichen und ich danke dir, dass du heute danke auch, dir die Zeit genommen hast und bei mir zu Gast warst und vielleicht können wir in Zukunft über ein ähnliches spannendes Thema, ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit alternativer Geschichtsforschung und das finde ich ist ein sehr spannendes Thema und würde gerne wieder mal in Zukunft vielleicht über ein passendes Thema was machen. Danke. Okay. Crop FM, das nächste Mal gibt es am 15. Februar 2008, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Sehr spannende Sendung. Bei mir zu Gast ist Christine Hollenweger, die selbst sehr interessante Erfahrungen mit dem Entführungsphänomen gemacht hat, eine Schweizerin, die aber bereit ist, darüber sehr offen zu sprechen und auch schon im Schweizer Fernsehen da zu Gast war. Und nach der Sendung mit Jutta Belle quasi die zweite Näherung an dieses große, heikle, schwierige Thema. Aber ich freue mich sehr, dass ich da jemanden gefunden habe, der solche Erlebnisse seit frühester Kindheit gemacht hat und auch darüber sprechen möchte. Das nächste Mal auf Crop FM Alien Abductions. Ja, und mir bleibt nur mehr, mich bei allen für Ihr Interesse und fürs Zuhören zu bedanken. Wir hören uns wieder am 5. Februar. Danke fürs Zuhören und macht es gut. And the great Reagan massacre, they laid down the tools and play. That was a friend he made. Oh, what a sucker to get laser blade. Himself fell asleep a bit later. I know the guy. She was late on her way to Paris, where she made some friends, got an awful job. Yeah.